Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nio. Beim letzten Mal haben wir hier die Mission Fallender Schnee, glaube ich, haben wir abgeschlossen. Und Nebenmission, wenn es da welche gab, habe ich die alle gemacht. Das war ja auch noch eine Hauptmission hier, der Übeltäter, oder? Nee, Moment mal. Die Spinnennetzfestung, genau, ja, die haben wir natürlich auch gemacht. Ich habe bereits alles verkauft. Wir haben sehen ein bisschen wieder anders aus. Wir haben hier einen neuen Helm und ein paar andere Dinge, die ich da hingepackt habe. Dann haben wir, ich weiß nicht, wie neu das Schwert ist. Das ist auf jeden Fall Stufe 59. Was wir nicht mehr haben, ist der Feuerschaden, der, ich glaube, auf der vorherigen Waffe drauf war. Aber wir haben Waffenschaden, Wasserschaden plus 44. Das heißt, wenn wir jetzt mehr mit den Wassertalismanen arbeiten, sollte das eigentlich mehr Schaden machen. Ob das besser ist, weiß ich nicht, aber das ist das höchste Doppeltachi, das wir hier haben. Das hier können wir eigentlich, das brauchen wir alles nicht mehr. Außer, Moment mal. Doch, das brauchen wir alles nicht mehr. Außer vielleicht das hier, weil es halt episch ist. Das können wir vielleicht irgendwann nochmal hochstufen. Aber die 59, das ist aktuell das Beste, was wir haben. Ich glaube auch, die Mission hier, die wir machen, die ist 62. Ich denke, das sollte mit unserer Waffe ohne Probleme machbar sein. Ansonsten haben wir halt Pech gehabt. Und ja, der Dämon des Berges Hiei. Wir gucken mal. Ich habe mir jetzt, übrigens, ich muss mir angewöhnen, die richtigen Talismane anzulegen, die halt den Schaden verringern, den wir durch Elementschaden kassieren, zum Beispiel Feuer, wenn es irgendwie ein Feuergegner ist, oder Wind, wenn es ein Windgegner ist, und so weiter und so fort. Ne, das habe ich bisher ja ziemlich versäumt. In den meisten Fällen. So, was sind wir hier? Der Berg Hiei, Provinz Yamashiro. Es gibt hier, glaube ich, 8 Kodamas zu holen, wenn ich das vorhin richtig interpretiert habe. Das ist natürlich hervorragend. Wir haben 5 Elixiere. Das ist auch nicht schlecht. Level Up reicht natürlich hinten und vorne nicht. Ah, Jutsu bereit machen. Was haben wir denn aktuell? Ich glaube, wir haben Feuer und Wasser, oder? Wir können das mal kurz ausprobieren. Das Feuer. Ja. Das Wasser. Ich denke, damit fahren wir erstmal weiter. Bis auf Weiteres. Außer wir können noch mehr Jutsu haben, wenn es geht. Nee. Jutsu kosten 3. Omnium-Magie-Kapazität 11. Ich glaube, wir sollten Magie vielleicht ein bisschen mehr steigern, dass wir noch zusätzliche Talismane hier aufbauen können. Wobei, brauchen wir das? Müssen wir wirklich? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich reichen 2, ne? Wasser wollen wir sowieso immer haben. Aktuell. Weil wir da Bonus mit der Waffe haben. Feuer brauchen wir theoretisch nicht unbedingt. Ist aber standardmäßig ganz gut. Irgendjemand in den Kommentaren hat auch geschrieben, dass es gegen Schleime gut ist. Das kommt jetzt gerade wieder in den Sinn. Wind, Blitz, Erd. Boah, müssen wir mal gucken. Wir können auch noch vielleicht noch mal kurz den Tech-Tree angucken, wie das hier im Magie-Tree aussieht. Wir haben ja... nee, Moment. Hier sind wir. Dafür müssen wir erst irgendeine Mission abschließen. Ich glaube, bevor wir diese Mission nicht abschließen... Die Frage ist, wann wird diese Mission freigeschaltet? Brauchen wir für die Freischaltung eine gewisse Anzahl an Magie? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Wir haben Magie auf 11, das ist nicht so hoch. Das ist nicht so hoch. Und vielleicht sollten wir das ein bisschen höher bringen, wenn wir sonst die Levels für nichts Scheiteres verwenden. Würde vielleicht Sinn ergeben, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt hier in der neuen Hauptmission um. Was soll jetzt das? Ich sehe da einen blauen Punkt. Weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Boah, Junge. Boah, der hält ja aus. Mein lieber Scholli, was ist mit ihm los?
Das ist doch nur ein Fuchs. Warum hält der so viel aus? Warum hält der so viel aus? Meine Güte. Man trifft ihn auch nicht. Heilige Scheiße. Was ist das für ein Gegner? Oh, der Feuer spucken kann er auch, ja. So wird er immer besser hier. So, geben wir ihm. Und da haben wir einen Doppeltouchy gefunden. Nicht schlecht. Ich hoffe, die werden jetzt hier nicht... Ich hoffe, die werden jetzt hier nicht standardmäßig, ne? Stundenschloss, Munition, Pfeile brauchen wir alles nicht. Aber ich glaube, der blaue Punkt hat einfach nur die Kiste angezeigt. Ansonsten gibt's hier nichts mehr? Vorerst nicht. Vorerst nicht. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal ein bisschen... Oh, da ist ein dicker Dämon. Yokai. Hier sind wir hergekommen, oder? Einfach mal kurz zur Sicherheit. Genau, hier ist unser Schrein. Gibt es hier irgendwie was noch vielleicht? Man muss ja immer in jede Ecke gucken. Da könnte sich ja ein Kodama verstecken. Ne? Das ist ja so ein bisschen... Ich finde das eigentlich ganz cool, das Kodama-System. Allerdings hätte man es vielleicht eher mit etwas weniger Sinn... Ups. Oh. Hallo. Vielleicht hätte man es vielleicht eher mit etwas weniger Sinnvollem gemacht, als mit Elixieren, dass man die da an das geknüpft hat. Es könnte theoretisch ja sein, dass man... Ah, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Das könnte ja theoretisch sein, dass man keinen einzigen Kodama findet und dann ist man stuck mit 3 Elixieren. Nee. Ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass grundsätzlich das Exploration rewarded wird. Was zur Hölle kriegen wir am Rita, wenn wir das Ding zerstören? Ich weiß es gar nicht. Ich finde es gut, dass Exploration rewarded wird. Ja, Mimmels von Monster schnell unter die Erde. Ach, Monsterjagen, das ist ja unser Spezialgebiet, ne? Ach, hier kann man, gibt es eine Leiter, können wir hinabsteigen. Das machen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass es hier weitergeht. Und ich glaube auch nicht, dass es da unten weniger von Monstern wimmelt, wenn ich ganz ehrlich sein muss. Ja, Übersicht behalten, schwierig. Was bedeutet dieses, guck mal auf die Minimap. Dieser Zauberstab, ist das einfach das leuchtende Gestein da? Wir wissen es nicht. Aber was wir mal tun könnten, ist ihm mal ein bisschen einzuheizen. Autsch, okay, oder er heizt uns ein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Er hält aber aus, Mensch. Es ist 60, 70, 5 und mehr. Er hat irgendeinen Debuff drauf auch. Weiß nicht, ob das mit unserem Wasserschaden zusammenhängt. Oh, oh, oh Junge. Oh. Yes. Er hält aber ganz schön was aus. Ich hab das Gefühl, unsere Waffe ist nicht so geil eigentlich. Also wir haben diesen Tempel hier. Oder dieses Haus. Da kommen wir jetzt aber, so wie es aussieht, nicht rein. Wie sieht es denn hier aus? Was ist hier Stand der Dinge? Gibt es ein Haus, wo wir reinkommen würden? Wir haben, glaube ich, auch wieder einen... Ach so, das ist ein Shortcut. Wahrscheinlich müssen wir da unten durchrennen und dann kommen wir da irgendwie hoch. Da oben steht ein Kodama. Okay, gucken wir mal, ob wir zu dem kommen. Das wäre natürlich wichtig. So, wir machen das hier einfach mal platt. Vielleicht ist es ein Fehler. Oh. Nein. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir stehen hier ziemlich, wir sind hier ziemlich in der Scheiße. Was geht mit euch ab? Ah?
Meine Güte. Hört auf, hier rumzuschreien, ihr Penner. So, wir gehen hier erstmal raus. Das kann ja hier, nicht sein. Oh. Die haben sich auch gebufft, die Schweine. Elende Zauberer-Mistkerle. Au, 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 au. So, was haben wir hier? Ja, euch auszuweichen ist eigentlich ja nicht so das Problem. Ihr haltet auch nicht wirklich viel aus. Im Endeffekt. Ich glaube, er ist ein bisschen stuck da. Haha, hallo? Junge! Na gut, wir sind jetzt hier runtergeflogen. Ungünstigerweise. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder einen Weg hier rausfinden. Wasseramulette haben wir natürlich auch. Das sind die, die aber, glaube ich, nicht erneuert werden. Das heißt, warum sollten wir die momentan verwenden, wenn wir auch noch welche haben, die erneuert werden? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Aber hier scheint irgendwie so eine Art Schreibstube gewesen zu sein. Da haben sich wohl die Jungs ein bisschen ausgetobt und neue Zaubersprüche erfunden. Was haben wir hier? Ach, du stehst da auf. Okay. Ah, die machen... Wir machen viel zu wenig Schaden. Ich mach nicht schon wieder einen Fuchs. Soll ich vielleicht für den vielleicht sogar den Geist opfern? Boah, Junge. Was wir auf jeden Fall tun werden, ist hier ein bisschen Feuerschaden drauf zu machen. Das geht eigentlich. Wenn man ihn einmal im Stunlock hat, dann ist das nicht so wild. Ah, das ist hier super verwinkelt. Na gut. Wir müssen hier wieder raus, glaube ich. So. Die Magier sind eigentlich auch nicht so das Problem. Das hatte ich irgendwie am Anfang, habe ich die ein bisschen überschätzt, glaube ich. Oh. Aber das machen wir jetzt hier. Noch ein bisschen Damage raushauen. Oh, oh. Was? Da bin ich doch rechtzeitig genug weggekommen. Was? Wie hat er mich da noch getroffen? Der hat ja übelstes Tracking. Das ist ja unglaublich. So, da sind wir wieder hier. Und das Zeug hier respawnt auch. Wir kriegen dadurch irgendeinen Buff. Ist der Dicke wieder da? Ich glaube, der Dicke ist nicht da. Die Frage ist... Ist es ein guter Buff oder ist es ein schlechter Buff? Ja, hier sind wir runter. Ich meine, wir müssen jetzt wieder zurück, um unsere Sachen zu holen. So machen wir aber wirklich nicht viel Schaden. Oh. Okay, der erste ist schon mal down. Und die anderen hier haben hier ein paar Gäste eingeladen. Das ist etwas unfreundlich. Man fragt immer vorerst nach, ob noch andere Leute mit dazukommen dürfen. Und in diesem Fall hätte ich gerne Nein gesagt. So. Dann machen wir uns... Mal den hier weg. Was? Okay. Das ist, die Typen können noch was. Ah, okay, damit sind auch die Seelen. Der Samariter ist futsch. Ist jetzt natürlich die Frage, ist das Blitzresistenz, das ich da oben habe? Auf der Waffe ist es nicht. Oder ist es... Blitzanfällig. Ja, die Frage ist, wollen wir jetzt hier wirklich runtergehen? Ich meine, im Prinzip können wir jetzt auch erstmal hier weiter, oder? Versuchen uns diesen Kodama zu schnappen, den wir hier gesehen haben. Wir haben jetzt auch schon 6 Elixiere, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, er war hier. Jawohl. Nice. So, dann hätten wir den schon mal. Das ist natürlich super.
Stein. Dann haben wir hier noch ein kleines Häuschen. Das sind, was sind das, irgendwelche Gebetsdinger? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich mit japanischer Mythologie nicht aus. Oh, hier geht's aber weiter. Und er hat uns gesehen. Na komm. Mist. Das musste ja passieren. Ich spiele schlecht heute. Na komm, Angriff. Jawohl. Und dann machen wir das einfach so. Und dann bist du weg. Perfekt. So, dann haben wir hier ein Gebäude. Oh. Und da kommt einer. Da steht einer auf. Doppeltachi aus Mino. Das können wir uns angucken. Was haben wir jetzt? Aktuell Stufe 59. 57 ist schlechter. Mist. Hätte ja sein können, oder? Es hätte ja sein können. Gibt es hier irgendwie einen Eingang? Ah, ich würde schon ganz gerne eigentlich jetzt nochmal nach unten gehen, ne? Irgendwie habe ich da ein bisschen Blut geleckt. Wo es wahrscheinlich wieder im Tod enden wird. Was dieses Gebäude genau zu bedeuten hat, das weiß ich nicht. Ach, gehen wir nach unten oder nicht? Wir können ja mal versuchen, das Ganze von der anderen Seite aufzurollen. Von hier. Dass wir sagen, wir gehen einfach mal hier runter. Ich habe das Gefühl, das muss ja früher oder später wieder zusammenlaufen. Weil wir sind ja runtergefallen und irgendwie müssen wir da auch wieder hochkommen. Und ich habe das Gefühl, oben geht's weiter. Aber wir gucken jetzt einfach mal hier, bis wir irgendwie was finden, was uns bekannt vorkommt vielleicht. Da müssen wir zumindest nicht mehr wieder bei den All Magiern vorbei. Aber die Wand würde ich eigentlich schon ganz gerne bekämpfen, um zu sehen, was dahinter verborgen ist. Ah ja, was haben wir hier? Es liegt auf jeden Fall Loot hier rum. Das heißt, wir dürften hier eigentlich noch nicht großartig gewesen sein. Keine Wand hier. Ich muss das echt sauber abchecken. Ja, Kudama. Ich glaube, das sind diese Feuerbomben. Was? Ich glaube, wir sind wieder hier. So, der ist nicht gebufft jetzt. Das heißt, das sollte für uns eigentlich kein Problem sein. Elixier, nice. So, dann schnappen wir uns erstmal das hier. Wir haben jetzt natürlich unseren Schutzgeist nicht. Vielleicht sollten wir erstmal hier noch ein bisschen weitergehen und zum Beispiel dieses elende Vieh wegmachen. Ah, ich hasse es. Das ist so räudig, dieser Scheißfuchs. Was? Man trifft ihn halt auch nicht. Ah, meine Güte. Wir müssen noch einen Gegner töten. Dann haben wir den Schutzgeist wieder aufgeladen. Oh, oh. Naja. Wir müssen Gegner töten. Das wird dann wohl er sein. Hier drin sind die Jungs. Die lassen wir jetzt erstmal vor. Ah, ich würde ganz gerne das hier machen. Was? So, jetzt erstmal hier eine Heilung. Und da muss ich ihn ordentlich anvisieren. So, Ausdauer. Oh, da klatsche wieder die Hände zusammen. Und da ist er tot. Wir haben nicht mal einen Schutzgeist gebraucht. Klasse, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so ein Ding ohne Schutzgeist geschafft habe. Achso, wir kommen hier bei den Zauberjungs wieder raus. Schön. Die lassen wir aber in Ruhe. Die haben wir ja schon, mit denen haben wir schon genügend Bekanntschaft gemacht. Das reicht für eine Weile. Oh, hier geht's wieder hoch.
Ist das das eine Haus, das wir nur von der anderen Seite öffnen konnten? Ich glaube ja. Hier noch die Kiste. Ja, Kudama. Nice. Gut, dann hätten wir das eigentlich schon gelöst, oder? Achso, wir haben Kudama übersehen oder sonst irgendwas. Aber da können wir jetzt nicht Rücksicht drauf nehmen. Das heißt, ich werde nochmal nach unten gehen und die Elixiere refreshen. Und dann können wir eigentlich oben weitermachen. Das ist ja super. Ah, ich weiß nicht, ob ich mir diesen Buff hier holen soll. Es könnte durchaus sein, dass es einfach nur, hey, du nimmst jetzt mehr Blitzschaden. Du dummer Idiot. Hier bei dem Gebäude rechts, hier kann man nicht weiter. Da war ja... Er hier steht auf, den können wir kurz wegmachen. Das ist ja kein Thema. Ich bin nicht zufrieden mit dem Schaden meiner Waffe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ohne Waffenverzauberung macht das Ding viel zu wenig. Aber hier scheint echt nichts aufzugehen, oder? Das ist auch keine Tür, das kann doch nicht sein. Wofür kommen wir dann hier hoch? Schade. Gut, als nächstes hier hoch. Ah, das ist wieder einer von den kleinen, die man einfach fast nicht trifft. Und vergiftet. Ja, wir haben doch jetzt hier Gegengift. Verwenden. Oder? Sieht gut aus. Wir haben immer noch irgendeinen Buff. Keine Ahnung, was der bedeutet. Wasser-Amulett. Ist jetzt die Frage, man müsste das halt mal irgendwie testen können, ob das... Oh, hier ist ein Schrein. Ja, wir können ja mal beten. Nicht, dass wir sonderlich viel erreicht hätten jetzt in der Zeit, aber... Naja gut, wir haben das untere Gelände gesäubert. Ich denke, das ist doch was. Gegen Gift. Gibt es hier vielleicht dann noch mehr Gift? Oder ist das einfach nur zufälliger Loot? Da hinten ist so ein Yokai Realm. Was wir noch keinen gesehen haben, sind diese Gräber. Von denen haben wir hier noch keine gesehen. Autsch. Ich hasse die Typen. Ich hasse die Typen. Warum kämpfe ich eigentlich gegen den? Da waren wir ja schon. Boah, er ist immer noch nicht tot. Na gut, wir resetten das nochmal. Das bringt nichts. Warum gehe ich überhaupt in die Richtung? Das ist ja vollkommen dumm. Okay, ja. Ist jetzt halt, ich glaube, wirklich ein Problem, dass wir unsere Waffen nicht wirklich aufgelevelt haben auf das Maximum. Und deswegen jetzt stuck sind mit einer Waffe, die ein bisschen unterlevelt ist und wir deswegen halt eher wenig Schaden machen. Sollen wir den Yokai holen? Mal gucken, was dieses Yokai-Reich für uns bereithält. Ja komm, gib. Ach, es ist ein Zyklop. Okay. Na komm. Jawohl. Ist er ein bisschen langsamer geworden jetzt vielleicht durch das Wasser? Ich weiß es nicht. Er hat irgendeinen Debuff drauf. Oder einen Buff. Autsch. Oh, oh. Da war ich ein bisschen zu greedy. Wow. Ach, der dreimal teilweise. Okay, gut, der war ja relativ. Zwei Elixiere, die ich. Mensch, das ist ja fast wie Ostern und Geburtstag und Weihnachten an. Autsch, hey, wo. Ach, da oben. Locke eines jungen Ninjas. Wir müssen da mal gucken. Wir haben da jede Menge Locken erhalten. Ich glaube, die würden uns Fähigkeitspunkte geben. Das Ninja-Zeug interessiert mich jetzt zwar nicht unbedingt, aber vielleicht haben wir irgendwelche Magiepunkte. Wir haben auch noch irgendwie 43 von den normalen Punkten. Vielleicht können wir da auch irgendwas machen. Irgendwelches Zeug freischalten. Oh!
Oh, hier ist was. Durchsuchen. Machen wir ihn weg. Schön von hinten. So gefällt mir das. Ja. Was haben wir für... Was können wir für Fähigkeiten erlernen? Wir haben hier Doppelkatana. Das ist unser Ding. Kraftfluss... Feste Entschlossenheit. Das haben wir alles schon gemacht. Das hier können wir noch nicht. Was haben wir hier unten? KI-Impuls, Himmel. Fähigkeit in der hohen Haltung, die wenn du eine volles KI hast, beim an einem KI-Impuls erhältst. Wird den Schaden des nächsten Angriffs. Wir machen kaum KI-Impuls, der lohnt sich nicht. Fähigkeit in der hohen Haltung, Wirbelangriff, der alles darum herwirbelt. In der hohen Haltung. Mittlere Haltung interessiert mich eher. Aber KI-Impuls, Mensch. Nächsten Angriff, das ist auch Quatsch. Stürmst vorwärts und schwingst dabei beide Schwerter. Während der Verteidigung A. Ich denke, das können wir ja mal machen. Fähigkeit der Tiefenhaltung aktiviert sich. Tiefenhaltung spielen wir nicht. Zumindest meistens nicht. Angriff, bei dem die Schwerter blitzschnell gezogen werden. Das machen wir auch nicht wirklich. Wobei, wir können sie ja mal erlernen. Vielleicht kommt da später was Besseres. Nötigst deutlich weniger Zeit, um Energie zu sammeln. Des Kreuzes. Für seines Kreuzes zu sammeln. Okay, werden wir auch mal erforschen. Der Wechsel in eine andere Haltung meiner Empfohlenheit. Ja, das ist eigentlich auch Banane, aber wir lernen es mal. Vielleicht kommt da irgendwas Vernünftiges. Der Nahkampfschaden gegen Gegner im vollen Lebensanzeige geschehen um 10%. Ich denke, das ist ganz gut. Das werden wir direkt einfach ein paar Mal so hoch wie wir können. Erhöht die KI-Regeneration, während du Kraftfluss die Haltung wechselst. Naja. Du führst nach einem erfolgreichen KI-Impuls mit dem Waffenwechseln schnell Angriff aus. Also was wir jetzt haben ist, wir können ja blocken hier und dann wenn ich irgendwas drücke, naja, irgendwie geht das nicht. Ich dachte, wenn ich da A drücke, dann, ach so, doch. Nee. Ich dachte, er sollte einen Angriff machen. Oh, ey. Wo kommst du denn her? Wir hatten auch viel zu wenig natürlich aus mit unserer leichten Rüstung. Ein bisschen suboptimal. Aber das klappt hier irgendwie nicht. Keine Ahnung. Egal. Das kann ich dann vielleicht mal offscreen oder so angucken. Ich glaube, wir brauchen 53.000 für ein Level-Up. Das ist nicht mehr so viel. Oh, spinnen wir eben schon wieder. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Das war ja die Spinnenfestung. War übrigens auch eigentlich ein ziemlich geiler Boss. Wie viel brauchen wir für ein Level-Up? 8000 dicker. Ich übernehme vielleicht hier irgendwie anlocken, komm her. Nein. Oh, das hat nicht so gut funktioniert. Okay, ja, geh du wieder weg, dann machen wir erstmal hier deinen Kollegen weg. Na komm. Ist das er, der diese Nummern hat da? Oder sind das wir? Heilt er sich? Einfach jede Sekunde um 116? Kann das sein? Muss man auf die HP... Ja, der heilt sich! Die Sau! Wo kommen wir denn da hin? Fangen die sich schon an zu heilen? Das ist ja... Oh, oh, das... Was? Direkt tot? Instant! Ah, die Seelen muss ich jetzt aber zurückholen, sonst haben wir ein kleines Problem. Sonst haben wir sogar ein größeres Problem. Das war hier durch. Und dann hier.
Nö. Ansonsten ist hier aber gar niemand. Das heißt, wir kommen hier relativ geschmeidig wieder hin. Aber dass wir direkt wieder instant gekillt werden, das ist... Ja, ich... Ich weiß nicht. Ja, klar, wir haben leichte Rüstung an. Das ist mir bewusst, aber... Na gut. Meine Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Break. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.